So, und wir steigen jetzt ein. Wir gründen eine neue Welt. Nur für euch, fürs neue Let's Play in Beta 1.8. Entschuldigung, wegen der schlechten, crappy Soundqualität kann ich leider nichts dran ändern. Mein Mikro ist kaputt und ihr hört wahrscheinlich gerade meinen Stuhl quietschen, aber ich kann leider nicht viel machen. Wir machen jetzt eine neue Welt. Die Welt des... Na, Entschuldigung. Die Welt des Scorby. Gut, ist in Ordnung. Wenn ihr alle meine Tasten drücke, meine Maus hört, tut mir wirklich sehr leid. Ich werde versuchen, mir so schnell wie möglich ein neues Mikro zuzulegen. Mal gucken. So, es dauert jetzt alles ein bisschen wegen der Fraps-Aufnahme. Mein PC ist leider nicht der allerbeste. Wie gesagt, lange dauert es nicht mehr. Bald wird Mainboard angeschafft und dann Grafikkarte, Prozessor, bla bla bla. Und dann gibt es auch einen neuen PC, dann werde ich auch Spiele wie Call of Duty 6, Call of Duty 5 und so weiter Let's Playen. Ja, bis dahin erstmal weiterhin die Let's Plays, die ihr bereits kennt. Medal of Honor packe ich anscheinend im Moment auch noch ganz gut. COD 4 ist auch noch in Ordnung. Und ja, sind wir erstmal im Schwarzen und blöpp. Nun landen wir mitten in einer Welt. Wir belegen uns, ich weiß nicht, es lag gerade, glaube ich, sehr. Wie gesagt, es tut mir leid, dass es so laggt. Ich hoffe, das nimmt jetzt langsam ab. Natürlich klar, jetzt und man generiert die Welt. Und für meinen 4 GB Arbeitsspeicher und mein, also ich Let's Play an einem Laptop, das ist natürlich sowieso nicht die beste Voraussetzung. Also bis jetzt noch. Von daher, sei mir bitte deswegen nicht böse. Es laggt jetzt gerade ein bisschen, weil die Welt halt generiert wird. Die Welt des Scorby und ich bin gerade auch im Moment noch komplett neu und ich weiß auch noch nicht, wie es hier losgeht. Ich weiß nicht, in welchen Optionen wir spielen wollen. Ich denke mal, wir fangen, weil ich ja auch noch nicht so der Profi bin, auf Peaceful an. Das habe ich, glaube ich, ja, das habe ich vorhin schon gemacht. Das machen wir mal ein bisschen höher. Musik, ja, ich weiß, das kannst du gerne vorher machen. Ist okay, weiß ich. Ist ganz klar, mache ich nächstes Mal auch so. Jetzt generiert sich hier langsam. Ups, habe ich denn schon einen Kürbis gesehen? Jo. Das ist schon mal sehr gut. Weil solche. Uppala. Das war jetzt nicht so gut. Egal, wir spielen noch Peaceful. Ja, ganz gut, kleine Kuh. Da macht das keinen. Ist es nicht. Ja, ich bin gerade noch in den Creative-Modus, an den neuen. Bin ich sehr lustig gewöhnt, deswegen versuche ich alles hier mit einem Schlag nicht zu kloppen. Klappt natürlich nicht im Survival-Modus. Warum steckt der Kürbis im Boden? Stellt sich jetzt. Ach so, ja, okay. Wie gesagt, es laggt gerade noch sehr. Es tut mir wirklich sehr leid. Also. Wie ist meine Grafikkarte, 4 GB Arbeitsspeicher, das jetzt gehört jetzt nicht zu den besten PCs, das kann ich von Anfang an schon mal sagen, die ich momentan besitze, also mein Laptop. Also fürs Game ohne aufzeichnen, da reicht das alles, aber das ist an sich nicht ganz so schnieke. Auf jeden Fall ist das jetzt der Aufbruch in eine neue Welt. So, und wenn ihr direkt am Anfang solche Ressourcen entdeckt, wie beispielsweise Zuckerrohr, nimmt alles mit. Das kann euch später nur helfen. Daraus kann man nämlich später Bücher machen. Und die Sachen werden gleich direkt erstmal, wenn wir es gefunden haben, in eine Kiste eingelagert. Aber dazu müssen wir uns erstmal ein Haus bauen. Was ja von Vorteil wäre. Und mein Trick ist übrigens bei Minecraft. Ich baue mir kein Crafting Table, bevor ich ein Haus gebaut habe. Hört sich erstmal dumm an. Mag es vielleicht ja auch sein, aber ich mache es trotzdem immer so. Das heißt, erstmal ein bisschen Geduld haben, weil jetzt sind die Anfänge, jetzt muss ich erstmal die ganze Kacke hier wegkloppen. Und ja. Ich habe momentan relativ viel Ruhe hier, deswegen kann ich jetzt einiges aufnehmen, hoffe ich. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen, solange, also ich bin mit meinen Kumpels zusammen in Berlin. Ich komme ja aus dem Westen, sag ich mal, also ziemlich weit im Westen, aus dem Münsterland. Und ich werde mit meinen Kumpels auf jeden Fall nächste Woche nach Berlin fahren. Und deswegen, da wird jetzt vorher viel aufgezeichnet, hoffe ich mal, dass ich jetzt Zeit zu finde. Also jetzt im Moment habe ich gerade Zeit, deswegen mache ich heute mal ganz lange Minecraft-Aufnahme. Die Uhr seht ihr ja nicht bei mir, aber es ist gerade halb oder 20 vor 6 abends. Am Montagmorgen, ach Montagmorgen, Entschuldigung, verzeihen. Montagabend
Ja, normalerweise kommen jetzt gleich in einer halben Stunde die Simpsons, aber weil ihr es seid und ich ja einige Episoden abdrehen sollte, bevor ich nach Berlin fahre, mache ich erstmal weiter und... Okay, mache ich das nur oder wird jetzt gerade etwas lagfreier? Ich hoffe es doch sehr. Gut, da kommen die ganzen Zerplänge runter, erstmal einsammeln. So, ups. Mal gucken, wann die nächsten, wann die ersten Texture Packs schon wieder raus sind. Dürfte eigentlich auch nicht lange dauern. Da ich keine Ahnung habe, wie man sich selbst ein Texture Pack macht, lasse ich das lieber andere für mich machen und komme dann hinter den Genuss deren kreativer Künste. Ja, wie gesagt, übers Mikro bitte über die Audioqualität nicht allzu beschweren. Da kann ich leider im Moment nicht viel für. Das ist nicht ganz so schnieke, ich kann es mir vorstellen, aber okay. Es muss erstmal sein. Ich hoffe mal, dass ich mir dann morgen am Dienstag, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ein neues Mikro zulegen kann und dann wieder ordentliche Audioaufnahmen machen kann. Aber ich hoffe mal, dass es möglich ist. Und falls nicht, muss man sich erstmal für die eine Woche damit begnügen und dann warten, wenn ich aus Berlin wieder da bin. Vielleicht finde ich ja in Berlin gutes Mikro und bringe es dann aus Berlin mit. Man weiß es ja im Moment noch nicht. Na, gucken wir mal. Ja, komm. Okay, da kommen wir nicht mehr ran. Okay, machen wir später. Also ich finde es ja immer ziemlich geil, wenn man so Häuser oben auf so Berge baut, beziehungsweise Hügel. Und das würde ich gerne in dieser Welt auch machen. Wenn einer komplett dagegen ist, schreibt mir das bitte. Ich, wie gesagt, ich würde mich über Kommentare, Bewertungen, alles Mögliche freue ich mich immer sehr. Über Resonanzen, über Feedback natürlich. Für die Leute, dessen Geist ein wenig beschränkter ist. Egal, ich schlag jetzt gerade mit Pilzen Bäume kaputt. Das ist natürlich immer super. Es laggt, glaube ich, wirklich sehr. Das tut mir wirklich sehr leid. Wie gesagt, das wird in nächster Zeit wird sich das sehr deutlich ändern. Also da werden keine Lags mehr sein. Gut, es liegt natürlich jetzt auch daran, dass die Welt gerade generiert wurde, beziehungsweise generiert wird. Wir können das. Oh, direkt. Ah, schön. Kakteen, alles hier. Perfekt. Heißt, hier ist eine schöne Wüste, das ist ja immer lustig. Gut. Sieht hier noch nicht so nach Minen oder großen Bergen aus, aber die findet man mit der Zeit meist auch. Ich muss mal immer eine Einstellung tätigen. Dafür unterbreche ich mal eben die Aufnahme. Und weiter geht's. Das kann doch nicht sein, dass es so laggt. Ich habe da jetzt extra die scheiß Einstellung geändert. Also wenn es bei Minecraft laggt, dann habe ich glaube ich ein Problem. Das hat es ja vorher irgendwie nicht getan. Die ganzen das ganze ungeschnittene Material ist von meinem PC runter. Das heißt, das kann auf jeden Fall nicht, kann sich auf jeden Fall nicht auf den Arbeitsspeicher später auswirken. Der Urqualler, ja, das war natürlich wieder klasse. Meine letzte Minecraft-Folge übrigens, da wird ja das Schaf in der Falle verrückt. Ja, ich hoffe, ihr habt die gesehen. Das war ja noch in der 1.7er Staffel. Und ihr seht jetzt oben links am Rand schon wieder Minecraft Beta 1.8.1. Und ja, also relativ aktuell, hoffe ich, wenn es rauskommt. Ja, ich guck mal gleich, wo wir uns ein schönes Häuschen hinsetzen werden. Das wird bestimmt eine interessante Sache. Ich freue mich natürlich auch immer über Ideen, wie ich das am besten bauen soll oder sowas. Das finde ich immer sehr toll, wenn ich solche Anregungen bekomme. Und den Berg da hinten, soweit ich das gerade sehe, der gefiel mir schon ganz gut. Okay, keine Samen oder sowas, aber unendlich Zuckerrohr und Kakteen. Das ist schon mal... Schön. Machen wir denn ein neues Charakteren, die die Welt bedeuten Video? Weil das kam ja auf jeden Fall relativ gut an bei euch, ist mir aufgefallen. Aber was soll ich da groß machen? Ich kann das ja nicht einfach kopieren und einfach neue Charakteren in unsere Welt setzen. Das wäre... Oh, Kohle. Wow, schöne... schöne Sache. Ich finde es auf jeden Fall schon mal ganz gut hier in der Welt. Also wenn ihr das nicht möchtet, dass wir... Das Scheiße. Das Einzige, was mir richtig auf den Sack geht, sind diese unglaublichen Lags. So kann ja keiner zocken. Das gibt's nicht. Das ist ja richtig ver... Egal. Ja, ich zieh's jetzt auf jeden Fall erstmal durch und dann gucken wir mal später. Okay, jetzt reicht's mir. Es laggt so übel. Aber ich finde die Welt schon mal ganz gut so. Bis jetzt. Hallo, ich bin Uwe. Was machst du? Ja, das war jetzt ein flacher Witz, aber er wird halt nicht alt. Das ist einfach so. Ach verdammt, ja egal, also, wir sind ja hier auf Peaceful.
bis wir unsere Häuslein fertig gebaut haben und unser Bettle, ein Bettchen gebaut haben, die ersten Ressourcen, Eisen oder sowas entdeckt haben. Da oben ist eigentlich perfekt, ganz ehrlich. Also besser können wir es da oben eigentlich nicht kriegen. Schwimmen wir mal hin. Blip blip. Blip blip. Also ehrlich gesagt kann ich mich kaum daran erinnern, dass diese komischen Blasen unter Wasser waren in Minecraft. Also wenn das nicht so war, dann sagt mir das bitte. Ich habe jetzt schon eine Weile lang nicht mehr Let's Play, ich habe auch schon eine Weile lang irgendwie, keine Ahnung, ich habe viel verpennt irgendwie. Unter der Woche war ich viel unterwegs oft und habe viel gelernt. Das sollte man natürlich auch immer tun. Cool, machen wir hier auf jeden Fall gleich schon mal einen Kanal her. Weiß ich jetzt schon. Also gleich ist relativ in einer der nächsten Episoden, bevor wir, also nachdem wir uns ausgebaut haben natürlich. Oh ne, ist das nicht vielleicht ganz gut, wenn man das so als Ambiente hier lässt, so als einziges Baum in der ganz weiten Landschaft. Ja, ich habe das Wort Ambiente benutzt, ich wundere mich gerade selber. Ich glaube, die Lags nehmen gerade deutlich ab, da freue ich mich drauf. Man kann wieder ein wenig spielen, okay, beim Springen lags extrem. Also ich weiß nicht, ob man das Lagen nennt oder ob man das einfach nur Buggen oder sowas nennt, also das ist nicht schön. Aber verzeiht man natürlich diesem Spiel einfach, weil es einfach Kult ist mittlerweile schon. Obwohl es ja im Beta-Stadium erst ist. Also es hat im Beta-Stadium bereits Kultstatus erlangt und unglaublich viele Spieler spielen das. Ich finde das absolut toll. Also am Anfang, bin ich ganz ehrlich, habe ich gedacht, das Spiel wäre echt ziemlich kammel. Und am Anfang hat sich es für mich persönlich auch kaum gelohnt, das zu kaufen, aber dann habe ich es doch getan und bis jetzt bin ich absolut zufrieden mit dem Spiel. Es erfüllt absolut meine Wünsche, Vorstellungen und was auch immer uns noch. Ja, müssen wir nur sehen, wie wir da jetzt hochkommen, ne? Vor allem um den Berg laufen ist ja ein bisschen doof. Hier wird wahrscheinlich nichts anderes überbleiben. Okay, aber haben wir schon mal eine schöne hohe Stelle, dass wir dann, die wir dann auch wiederfinden, weil bei mir war bis jetzt, wenn ich Minecraft gespielt habe, jedes Mal das Problem, dass ich einfach mein Haus nicht wieder gefunden habe, weil ich auf Expedition in Minen war. Und ja, irgendwie kann man das mit Sicherheit beheben, da mir das damals auch nicht so bewusst war, wie das geht, habe ich auch nicht getan. So, bauen wir jetzt mal ein bisschen Erde ab, da schrauben wir uns dann nämlich jetzt erstmal richtig dumm hoch. Ja, dauert jetzt alles ein bisschen länger, wie gesagt, jetzt fangen wir gerade in einer neuen Welt an. Ich hoffe, das ist natürlich dann auch ganz lustig für euch. Wenn wir in einer komplett neuen Welt anfangen, komplett unbekannt. Ich glaube, dass ich weiß gar nicht, wie viele Minecraft-Episoden bis jetzt oben waren. Also in der alten 1.73er Staffel. Also 1.73er Staffel. Ja, auf jeden Fall jetzt in der 1.81er Staffel. Das wird sich natürlich in letzter Zeit immer updaten, deswegen wird die Staffel nicht anders heißen. Die wird halt immer die 1.8er Staffel sein. Reicht das denn wohl? 18 ist ein bisschen wenig. Egal, dann müssen wir noch ein bisschen was raus. Schön die Treppen weghauen, die kommen, weil ich nicht so gut geht's. Und mein Bruder wird wahrscheinlich, also wenn ich ihn dazu bekomme, weil ich das nicht auch noch hinkriege, in der Zeit, wo ich in Berlin bin, ein paar Let's Plays zum Creative Modus machen. Zum Minecraft Creative Modus. Ups. Also ich finde diese Welt klasse, habe ich schon gesagt. Also diese Höhlen direkt unter unserem zukünftigen Haus dort oben, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Und jetzt müssen wir dann nur noch hochkommen auf unser zukünftiges Haus. Ich weiß nicht, ob euch das gerade aufgefallen ist, aber das scheint ja... Verdammter Kack, das laggt doch viel zu übel, Mann! So eine Schande. Kann doch keiner arbeiten hier. Nicht, dass ich so, nicht, dass ich arbeiten könnte, aber so ja erst schon mal erst recht nicht, ne? Nein, das war natürlich... Ich bin ja natürlich belastungsfähig und so. Und alles, ne? Genau. Jetzt werden wir uns da richtig assi-mäßig hochschrauben, wie es nur die Lowies sonst tun, aber eine andere Möglichkeit bleibt mir absolut nicht, weil ich einfach gar keinen Bock habe, jetzt irgendwie einen Weg zu suchen, weil das alles zu lange dauert und ich gerade ein bisschen gestresst bin mit diesem mistigen Lag von diesem ganzen Mist hier. Das geht mir einfach tierisch auf den... was sage ich jetzt? Auf den Heuballen und das bringt einen echt auf die Palme. Ja, die Palme kann man da sagen. So, und da oben ist man gleich hin. Da haben wir schon Kohle, alles. Schöne Schande.
Hier scharf, scharf sehr. Oh, der generiert noch was.